So, hallo erstmal. Ich weiß gar nicht, ob ihr das schon wusstet, aber wir machen wieder eine Aufnahme. Und zwar mit einem auch wieder von mir aufgesetzten Betriebssystem. Ich zeige euch das mal kurz. Programmmanager. Das würde euch jungen Leuten erstmal überhaupt nichts sagen. Dann gehen wir erstmal auf Hilfe, auf Info, dann sehen wir hier, aha, das ist ein Windows-Betriebssystem, genauso was es hier auf eurem Computer normalerweise drauf haben solltet, genau. Nein, die Älteren von euch werden das Betriebssystem sicherlich noch kennen, Windows 3.11, sehr beliebtes Windows gewesen, von 93, das war noch das letzte 16-Bit-Betriebssystem und das letzte ohne, na gut, nicht das letzte, aber naja, immerhin eins kurz vor Windows 95 ohne Startmenü. Damals gab es noch einen Programmmanager, wurde alles noch schön zusammengefasst. Heute gibt es ja Startmenüs. Gut, aber weshalb war ich denn hier, um eine Aufnahme zu machen? Ich wollte euch ein Spiel präsentieren. Genau. Das sieht man hier nämlich schon in der Ecke. Maxis SimCity 2000 für Windows. Genau. Ich habe hier vor mir die CD. Ist für Macintosh, DOS, Windows 3.1, Windows 95 als CD-ROM. Von 1995. Das Spiel selber ist ein klein wenig älter, aber die CD ist wahrscheinlich von 95. Hinten auch zerkratzt, wie immer. Aber naja, läuft immer noch. Hat er schön gelesen. Ich führe das hier unter der DOS-Box aus. Ist ein sehr gutes Ding. Nehme gerade da Video auf, wird Ton mit aufgenommen und Audacity kümmert sich halt um meine äußerst elegante Stimme. Gut, weniger jetzt zu meiner Stimme zu kommen. Die interessiert jetzt kein Schwein. Es interessiert uns jetzt diese Aufnahme mit Stimme. Und bevor ich da jetzt weitermache, mache ich erstmal. Genau, ich habe hier neben mir ein Fenster, das habe ich jetzt mal zugemacht. Gut, starten wir SimCity 2000 und erstmal. Mit wunderschöner Musik. Und diese Kopie wurde an mir lizenziert. Kepo94. Gut, ja. Damals war es so ein schönes übersichtliches Menü, SimCity 2000. Hier unten sieht man es, 1994. Hier haben wir das Menü. Hier kann man eine gespeicherte Stadt laden, eine neue Stadt beginnen, neue Karte bearbeiten, Szenarien laden, Kachelauswahl laden, ich weiß nicht, was das ist, und beenden. Um mal ganz ehrlich zu sein, ich habe das Spiel, ich kenne das zwar, aber ich habe damit noch nicht wirklich angefangen, das mal so wirklich zu spielen. Das ist irgendwie das Problem. Und deshalb, ich bin da erstmal ein Noob da drin und werden uns mal langsam an dieses Spiel herantasten. Also fangen wir damit gleich mal an. Wir fangen mit einer neuen Stadt an. Was diese reizende Frauenstimme da gesagt hat, weiß ich immer noch nicht. Gut, wie nennen wir denn unsere Stadt? Ich würde mal vorschlagen, wir würden sie Keppenhausen nennen. Wie der jetzt heißen soll, darum muss man sich jetzt nicht diskutieren. Wir fangen mal leicht an mit 20.000 D-Mark Startkapital. Und wir fangen im Jahre, sagen wir mal, 1950. Wir fangen mal in den 50er an. Das ist immerhin ein paar Jährchen nach dem Krieg. Das passt soweit. Und da erscheint gleich eine virtuelle Zeitung, wo die ganzen schönen langen Texte ausgeblendet sind, sind nur Striche, Platzhalter. Dann haben wir immerhin wenige Bilder, wie so eine normale Zeitung ist. 5 Pfennig kostet die Zeitung hier. Das sind 2,5 Cent, das ist sehr wenig, wenn ihr euch mal überlegt, wie viel eine Zeitung heute kostet. Wir haben Sonntag, den 5. Januar 1950, also noch weit vor meiner Geburt. Wir klicken einfach mal auf OK. Und da ist unsere Stadt mit schöner Hintergrundmusik. Wir schieben mal das Menü ja zur Seite. Gut, wir haben erstmal eine Landschaft, die sieht ungefähr so aus wie dem mir besser bekannten Spiel Transport Tycoon von Microprose und Chris Sawyer. Alles noch so schön eckig, da konnte man alles noch schön bearbeiten. Hier haben wir ein Zielfile. Wir haben immer was mit Zielfilen. Was ist denn mal hier los? 5. Januar, da ist es normal, dass es schneit. Wir zoomen erstmal auf. Mit der Lupe. Denn ich habe schon. Genau, wir können hier anfangen an diesem schönen Fluss. Wir zoomen noch weiter ran. Und umso weiter wir ranzoomen. Weiter geht's nicht.
Ja, da sieht man schon, es ist ein bisschen pixelig, aber 95 bzw. 94, was hat man da großartig gemacht? Es ist kalt. Es ist kalt. Na, hier drin nicht. 24,5 Grad Innentemperatur. Naja. Wir fangen erstmal klein an. Wir fangen mit einer. Hier sieht man den schönen Preis, solange man das jetzt sieht. Wir fangen mal mit einer 100 D-Mark teuren Straße an. So sieht sie aus, die Straße. Sieht ganz normal aus, wie eine ganz normale deutsche Straße. Nur halt ohne die üblichen Beschwerden an solcher Straßen. Solcher Straßen, ich habe ein Deutsch drauf. Wir fangen natürlich nochmal klein an, nämlich mit einer geringen Bevölkerungsdichte. Wir wollen natürlich auch Wohnungen und Wohnungen aufbauen. Und da fangen wir erstmal mit 60 D-Mark an. Also, ich kenne zwar SimCity 2000, habe zwar noch nie gespielt, aber dafür habe ich den Nachfolger SimCity 3000 von 99 mal gespielt. Von daher ist mir die Bedienung ein bisschen mehr bekannt. Es ist jetzt heiß, jetzt haben wir Nebel. Und die können sich natürlich nicht so schnell entwickeln ohne Strom. Ja, auch so eine Stadt braucht Strom. Das ist nicht verwerflich. Gut, ich hatte schon mal ein klein wenig vorgespielt. Ja, ich muss ein bisschen lügen. Deshalb habe ich auch herausgefunden, solange man auf diese Symbole klickt, kriegt man ein weiteres Menü. Jetzt habe ich hier die Kraftwerksauswahl. Wir fangen natürlich auch erstmal, wir sind übelst die Ekos und fangen natürlich erstmal mit einem Kohlekraftwerk an. Für 4000 D-Mark. Kostet ungefähr genauso viel wie ein Kleinwagen. Für 2000 Euro. Wir platzieren es einfach mal dahin. Da ist es. Das liefert Strom. Und damit es an die Wohnungen rankommt, machen wir natürlich Stromleitungen. Die kosten 2 Mark das Stück. Und klingen natürlich auch noch super süß. Dann natürlich brauchen diese Gebiete auch Wasser, wie wir alle auch. Und dann haben wir eine schöne Geldansicht, wie viel Budget uns noch zur Verfügung steht, ob wir in den Miesen sind oder im Plus sind. Ich beurteile es, ich würde es immer nach der Musik beurteilen, denn die klingt jetzt gerade sehr gut. Schön gut gelaunt. Deshalb würde ich mal sagen, auf geht's. Wir können natürlich noch keine Wasserleitungen bauen, 3 Mark das Stück übrigens. Es regnet übrigens. Dafür bräuchten wir erstmal, soweit ich mich entsinnen kann, bei SimCity 3000 bräuchte man da einen Wasserturm. Ich würde mal mit einer Wasserpumpe anfangen. Die platzieren wir jetzt willkürlich mal in dieser Gegend. Wir platzieren sie mal dahin. Die sehen wir jetzt blau markiert. Und dann verteilen wir mal Leitungen. Wir binden das zum Beispiel mal an dieses Kraftwerk an. Dann hat sie zumindest Wasser. Und hier entsteht ja ein Wohngebiet. Deshalb machen wir da auch Leitungen rein. Bisschen teuer, die Wasserleitungen, aber naja. Gut, so wie wir hier sehen, die Industrie wächst schon und die kleine Wasserpumpe hat keinen Strom. Oh. Da wollen wir gleich mal eine Anbindung machen. Jetzt hat sie Strom. Das hat man jetzt vorhin gesehen. Da haben jetzt Blitze aufgeleuchtet. Also ich kann das ja mal demonstrieren. Wir können ja jetzt willkürlich. Können wir jetzt irgendein Gebäude bauen? Ich weiß das jetzt nicht so genau. Fangen wir mal an mit einem geringen Gewerbeaufkommen. Aber ebenfalls für 60 Mark. Und Industrie wäre natürlich auch nicht schlecht, aber ein bisschen weiter weg von den Wohngebieten. Ebenfalls 60 Mark. Dahin führt eine Straße. Jetzt könnte man sich bloß gedulden, was da noch kommen könnte. Gut, ich müsste mich mal ein bisschen umschauen. Hier sind Diagramme dargestellt. Ah, das zeigt interessante Informationen über meine Stadt. Über meine Stadt. Und, soweit sich hier noch alles entwickelt, könnte ich ja noch ein bisschen hier oben was zeigen. Ah, ich muss bedenken, wir nehmen schon seit 9 Minuten auf. Und, ach so, ich habe schon nachgedacht. Wir haben die Lama-Geschwindigkeit. Das lässt sich hier nach Geschwindigkeiten einstellen. Als ich hier angefangen hatte, war das auf Pause, ganze Zeit. Wir bleiben auch dabei. Und, das ist ja SimCity. Und was wäre SimCity
ohne diese berühmten Katastrophen. Ja, weil man Herrscher über seine eigene Stadt ist, kann man natürlich Katastrophen loslassen. Hier gibt es zur Auswahl Feuer, Überschwemmung, Flugzeugabsturz, Wirbelsturm, Erdbeben, Monster, Orkan und Krawalle. Man kann es natürlich auch im langweiligsten Modus überhaupt machen und keine Katastrophen stattfinden lassen. Da gibt es teilweise auch mal zufälligerweise sowas. Gut, es entwickelt sich immer noch nichts hier. Wir könnten dann schon mal die Straße schön kreisförmig verbinden. Dann kommen bald Autos. Wir können natürlich auch schon. Oder das mal. Gut. Wir können natürlich auch schon mal anfangen, eine erste Kreuzung zu bauen. Und zack, schon positive Musik. Aber. Wir haben 1 Mark Schulden. Die kann man nicht zurückzahlen. 50 Cent Schulden. Oh Gott. Naja. 1 Mark Schulden. Wir sind ein bisschen in den Miesen, aber das gleicht sich aus. Versprochen. Jetzt haben wir ein schönes kleines Stoppschild da. Wir können natürlich nicht nah genug ranzoomen, um es genauer zu erkennen. Wir können die Verleitungen, was ist denn das für ein Wort? Stromleitungen ein bisschen verteilen. Mich hat das auch anfangs gewundert. Man kann hier wirklich über die Straßen die Stromleitungen bauen. Ich hätte auch anfangs gedacht, dass wenn man die Stromleitungen darüber baut, dass das die Straße ersetzt. Und ich sehe gerade eine Zeitung. Wetterbericht windig. Kettenhausen, Herald. Ja, super. Ohrwurmvergrößerung rafft. Kinder, Gaststätten. Kettenhausen, Verbraucherstatistik, Probleme grassieren. Das sind teilweise merkwürdige Fakten, die hier drin stehen. Entweder ist das eine fehlerhafte Übersetzung oder Absicht. Und ich sehe gerade, juhu, wir haben Industrie. Das ist doch schon mal ein Anfang. Und weil wir jetzt gerade so geldgeil sind, bauen wir einfach mal höhere an. Und die kleineren ersetzen wir auch durch höhere. Genau das gleiche machen wir auch mit den Gewerbe. Wie gesagt, ich bin ein Anfänger in solchen SimCity-Spielen, von daher habe ich noch recht wenig Ahnung bei solchen Dingern. Ah, läuft doch ganz gut. Wir haben doch schon Industrie. Das sieht man hier an diesen Pfeilen. Oh, das Grüne sind ja hier die Wohnungen und das ist ein bisschen zurückgegangen. Ich weiß nicht aus welchem Grund. Aber wir haben noch viel Zeit. Wir haben gerade mal fast. Ja, wir sind jetzt bei 13 Minuten. Müsste bei YouTube auch so sein. Und ich habe dann auch. Genau, die ersten Wohnungen entstehen. Soweit ich mich auch informieren lassen habe, ist das ein Abfragewerkzeug. Genauso etwas, was ich auch bei SimCity 3000 gefunden hatte. Damit können wir dann feststellen, was diese einzelnen Gebäude sind. Ich frage mich jetzt zum Beispiel, was das hier ist. Ich klicke einfach mal drauf. Das ist ein Chemikalienlager. Und hier kann man noch interessanterweise sehen, es wird nicht mit Wasser versorgt. Die wollen wir natürlich nicht im Trockenen stehen lassen, deshalb verbinden wir jetzt erstmal diese Gebäude mit Wasserleitungen. Jetzt dürften sie versorgt sein. Dann gehen wir wieder mit diesen Knöpfchen hoch an die Oberfläche. Und man sieht, es wird schon kräftig an den Wohnungen gebaut. Was haben wir denn zum Beispiel da für welche? Ich wollte mich nicht drehen. So. Och Mensch. Ja, wir sind immer noch ein bisschen in den Miesen. 2 Mark weniger haben wir dann am Jahresende. Aber wir können das hoffentlich ausgleichen. Ich gucke erstmal in der Info, was das hier ist. Das sind Wohnungen. Toll. Die werden gerade aufgebaut. Und die Wasserpumpe ist ebenfalls mit Strom versorgt. Das ist auch sehr gut. Warum wir ein bisschen in den Miesen sind, kommt mir leider nicht so in den Sinn. Oh. Ja, das frage ich mich auch ein bisschen, was ein Wohngebiet eigentlich eine Kirche ist. Ich weiß nicht. Kann man eine Kirche als Wohnung bezeichnen? Ich meine, man kann nun keine Miete anfordern in einer Kirche.